6.1.2018. Wir haben gerade einen bullischen Break gesehen über die Range, die wir seit dem 25. Dezember hier gehalten haben, mit wirklich sehr wenig Volatilität. Ein dauerndes Auf und Ab von Range Low zu Range High haben wir jetzt beendet mit dieser wirklich sehr beachtlichen, in diesem Fall 12-Stunden-Kerze. Wir schauen uns in diesem Video an, ja, wie denn dieser Preisschwung zustande kam, was wir denn für Targets jetzt für die nächste Woche haben, worauf ich genau schaue, welche Preispunkte ich ja anvisiere, und natürlich auch, wie ich zu etwaigen Inverted Head and Shoulder Szenarien stehe. All das kommt jetzt in diesem Video. Und als allererstes möchte ich dieses Video mit einem Price Pattern starten, den ich wirklich die letzten 2-3 Wochen so oft beobachtet habe. Ich habe es, wie gesagt, vor einer Woche im Nasdaq gesehen. Hier auf meinem Twitter-Account könnt ihr zurückscrollen. Beim Dow Jones war der Pattern, glaube ich, auch vorhanden, aber beim Nasdaq bin ich mir eher sicher. Bei Euro, Dollar, Pound, Dollar, wirklich auf allen verschiedenen Märkten, im Kryptobereich, habe ich in letzter Woche auch schon gesehen, und ich bin mir nicht wirklich sicher. Also ich habe keinen festen Namen gefunden für diesen Pattern. Der Pattern wird auch nicht wirklich in Lehrbüchern gelernt. Ihr wisst, in Lehrbüchern werden Falling Wedges gelernt, Ascending Triangles, Inverted Head and Shoulders, Head and Shoulders, aber die wirklich wichtigen Chartformationen stehen leider nicht in den Büchern. Deswegen schauen wir uns diese Chartformation jetzt ein wenig an. Ich nenne diese Formation ja False Breakout Pattern, Smart Money False Breakout Pattern, wenn das Ganze ja ein wenig interessanter klingt, denn es ist wirklich sehr interessant, diese Formation, und die kann euch wirklich sehr stark helfen, wenn ihr eben die Anatomie dahinter versteht. Der Ausgangspunkt ist dieser Supportbereich hier. Wir haben von diesem Supportbereich einen Schwung gesehen, einen Schwung von 26%, der eben hier oben geendet hat. Das heißt, wir wissen jetzt, dass in diesem Bereich sehr viele Leute netto long im Markt sind. Wir wissen auch, dass die Leute, die netto long hier im Markt sind, unter diesem Bereich ihre Stop-Order haben. Wir sehen dann hier, wie der Markt hier wieder abverkauft wird und unter diesem Bereich gedrückt wird. Das heißt, alle Leute, die jetzt hier netto long im Markt waren, wurden hier unten ausgestoppt, durch wen auch immer. Also das Ganze kann ausgelöst worden sein durch größere Investoren, durch größere Anleger, die mit Absicht den Preis hier nach unten gedrückt haben, dass sie wussten, dass in diesem Bereich sehr viel Liquidität liegt, sehr viel Long Stops. Das heißt, Leute, die long im Markt sind und einen Stop haben, die müssen hier unten verkaufen. Indem sie verkaufen, geben sie den größeren Anlegern die Möglichkeit, hier wieder einzukaufen. Nur mal im Generellen, wie denn der Order Flow hier jetzt genau aussieht. Was dann die zweite Phase ist dieses Patterns, also die zweite Phase war jetzt hier, die erste Phase war in diesem Supportbereich, der etabliert wurde. Wir haben diesen Run nach oben, diesen Sell-Off darunter, den Retest, den False Break, und dann sehen wir eben diesen starken Bruch durch diesen Bereich wieder durch. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, hier wurden Leute mit Absicht ausgestoppt. Hier können wir davon ausgehen, dass das nur eine Abweichung der Range war und dass wir jetzt wieder über diese Range sind. Wir kommen dann zu dieser Range zurück, und man kann sich hier als Confluence auch noch einen Fibonacci Retracement anziehen. Kommen dann in diesen Bereich hier rein, haben hier ein 61,8% Golden Pocket Retracement, was aber kein entscheidender Faktor ist für diesen Pattern. Entscheidend ist, dass wir hier durchbrechen, hier ein False Break haben, diese Long Orders ausstoppen, hier darüber brechen und hier wieder Support finden. Das ist das entscheidende Format für diesen Pattern. Und hier zu kaufen wäre lukrativ gewesen, denn hier wären es schon mal 14% gewesen. Wenn ihr jetzt glaubt, dass es reiner Zufall war und dass dieser Pattern ja nicht wirklich eine Strike Rate hat oder nicht wirklich öfter auftritt, dann muss ich euch enttäuschen, denn wir haben genau das gleiche Phänomen auch auf dem 4-Stunden-Chart gesehen, in der Miniaturansicht. Wie ist das Ganze hier abgelaufen? Ihr kennt die Anatomie dieses Price Swings jetzt schon. Wir hatten hier ein 50% Retracement-Ratio. Das heißt, wir hatten hier Leute, die long im Markt sind. Wir hatten Leute, die eben hier gekauft haben. Wir sehen dann wieder die Price Action, dass wir gezielt unter dieses Swing Low gehen. Das heißt, wir haben hier wieder die Leute ausgestoppt, die hier im Markt sind. Und ja, was passiert dann? Wir sehen den starken Pump durch diesen Bereich, durch alle Leute, die hier jetzt ausgestoppt wurden, fühlen sich wieder verarscht, aber haben sich ja wieder gemerkt, dass es
doch nicht so sinnvoll ist, nur nach Retail Pattern zu handeln. Und beim zweiten Touch dann wieder genau das gleiche Phänomen. Das Ganze jetzt nochmal weg. Wir kommen wieder zurück. Fibonacci 70,5. Zweite Pattern vollendet. Fast nochmal das gleiche ist hier passiert. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier besser sieht. Fast nochmal das gleiche ist hier passiert, nur dass wir hier nicht ganz den Support erreicht haben. Aber hier haben wir auch wieder Leute. Long im Markt. Hier sind wir in starken Schwung davon weg. Bis hin den Bruch darunter. Wir haben die Leute wieder hier ausgestoppt. Wir wissen, dass die hier jetzt getrappt sind oder eben schon ausgestoppt. Wir sehen dann wieder den Bruch nach oben durch. Und dann haben wir wieder hier Support und sehen dann wieder die Rallye nach oben. Schaut euch das Ganze selber an. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr oft und wirklich universell in vielen Märkten anwendbar. Wie kann man jetzt generell diese Price Action etablieren? Ich war generell immer noch schon bullish in diesem Markt, auch wenn schon sehr viele Leute bearish waren. ETH hat gestern ein wenig mehr bearish ausgesehen. Wir hatten dann auch einen Bruch darunter gesehen, also Ethereum. Bitcoin war aber immer bullish, indem wir eben diesen Bereich gehalten haben. Haltet euch an Price Action, wirklich. Schaut, was der Markt macht. Wir hatten hier ein Level geformt, dieses Demand Level, das vor allem auch hier ausgelöst wurde, gepaart mit einem 61,8 Retracement Ratio. Was machen wir dann? Wir kommen hier hoch, ja, kommen hier wieder hoch, kommen hier drüber über diese ja, ehemalige Range, die wir hier geformt haben und schaffen natürlich nicht, hier drüber zu bleiben. Haben wir diesen Sell-Off, ja, kurzes Sell-Modell und kommen hier wieder zurück. Aber wir halten hier ein Higher Low. Das ist ganz entscheidend. Der Markt hat den nächsten Anstieg. Wir schaffen zwar kein Higher High, aber das High bleibt gleich. Also ihr seht schon, hier entwickelt sich ein aufsteigendes Dreieck. Das High bleibt gleich und die Lows werden höher. Das heißt, es ist schon mal ein Zeichen, dass die Bullen am Drücker sind und nicht die Bären. Hier wieder, die Bären schaffen es nicht, ein Lower Low zu machen. Ich muss den Monitor gerade hier irgendwie verschieben. Das sehe ich auf dem zweiten Bildschirm. Wir machen hier wieder ein Higher Low. Und ja, das Ende davon ist, dass wir hier einen starken Bruch durchsehen. Was wir hier jetzt noch gesehen haben, was ich ziemlich interessant gefunden habe, ist die Divergenz auf diesem, ist der MFI, die Divergenz auf diesem Indikator hier unten. Das ist der BTC USD Shorts und BTC USD Long Chart. Das heißt, man sieht hier konkret die Long Positionen und die Short Positionen. Was hier ganz interessant ist, ist auf dem 1-Stunden-Chart, glaube ich, ein wenig besser zu sehen. Wir sehen hier diese Divergenz, die wir eigentlich nicht in dieser Reihenfolge eigentlich gewohnt sind zu sehen. Wir sehen, dass der Kurs von hier, ich glaube, das Ganze machen wir jetzt anders, wir sehen, dass der Kurs hier diesen Sell-Off macht. Das Ganze malen wir uns unten jetzt auch ein. So. Und während wir diesen Sell-Off haben, steigen die Longs. Seht ihr das? Die Longs steigen immer weiter, wie sie dann hier sind. Hier sehen wir den Level immer schon ganz gut. Die Longs steigen während dieses Drops und die Shorts fallen immer tiefer, obwohl wir hier droppen. Ja, die Shorts, normalerweise, wenn wir droppen, erwartet man eventuell, dass mehr Leute reinshorten, weil sie eben, ja, FOMO bekommen. Aber wir haben hier eine klare Divergenz. Das heißt, während wir diesen Drop sehen, haben wir immer mehr Longs, die aufgebaut werden. Das sind auch hier die Zahlen, 30.000. Wir droppen dann hier wieder und wir sehen aber keinen Knick in den Longs. Wir gehen hier weiter rauf, weiter rauf, weiter rauf. Long. Das war die klare Divergenz hier auf diesem Chart, die sich hier angedeutet hat. Die nächsten Targets, die wir jetzt hier sehen am 4-Stunden-Chart, sind eigentlich ganz simpel auf die höheren Timeframes gesehen. Wir haben immer noch die Range, die wir hier geformt haben. Ups, sorry. Wir haben immer noch die Range, die ich schon im letzten Video angesprochen habe. Das ist dieses Range High, das unser nächster wichtiger Punkt ist. Das heißt, es ist jetzt bei 4182. Solange wir hier nicht drüber brechen, müssen wir uns gefasst machen, dass wir von hier oben wieder ein Retracement sehen. Was aber wichtig ist, dass wir diesen Bereich schon einmal durchbrochen haben, von dem ich auch im letzten Video gesprochen habe, glaube ich, war das. Wir haben auch hier ungefähr 50% dieser Range gehabt. Das war hier unten. Das Ganze haben wir jetzt eben schon durchbrochen. Das heißt, wenn wir jetzt hier oben anstoßen, dann würden wir uns erwarten, machen wir jetzt den Fall, wenn wir jetzt eben hier oben anstoßen, dann würden wir jetzt erwarten,
dass diese vorige Range als Support dienen sollte und dienen würde. Ich gehe von einem Retracement aus, denn solche Kerzen, wie ich schon im letzten Video erklärt habe, enden im Regelfall immer mit einem zumindest kleinen Sell-off, da eben dieser Preismove korrigiert werden muss. Es ist ein klares Zeichen, dass wir meistens eine Erschöpfung im Order-Flow haben. Das Ganze könnt ihr euch auch hier ansehen. Also wenn ihr diese rapiden, dünnen Kerzen seht, passiert meistens das. Shift im Order-Flow und es geht wieder zurück. Das heißt nicht, dass die Bären stärker sind als die Bullen. Das heißt lediglich, dass die Bullen schon so viel gekauft haben, dass einfach keine Nachfrage mehr da ist. Das Ganze erwarte ich jetzt hier auch. Wir können uns dann auch hier unsere Fibonaccis anziehen und wir sehen dann, dass wir in diesem Bereich eine starke Konfluenz haben. Das heißt, der Bereich 390 sollte halten für weiteren bullischen Uptrend. Die nächsten Highs sind dann in diesem Bereich. Das wäre dann 4182. Hier sind auch sehr viel Short-Stop-Order, die man eben abholen könnte. Und generell gesehen sieht das Ganze jetzt kurzfristig gesehen ziemlich bullisch aus. Wie gesagt, 3,9 muss halten, 3,9 sollte als Support dienen und dann können wir einen Run auf diese Highs wagen. Was nämlich dann ziemlich interessant ist, ist, dass ja darüber eigentlich nicht mehr viel Resistance ist, bis wir dann den nächsten Bereich antesten. Seht das hier, wir haben hier 4200 geformt beim Daily Chart, ist natürlich noch ein wenig weiter oben, aber der nächste Bereich, wo wir dann erstens wieder Resistance erwarten können, wäre 5400. Wenn wir uns hier die Fibs anziehen, dann wäre das auch confluent mit unseren Retracement Targets. 50% wird hier als Resistance nochmal auf, also 50% von diesem Swing, sorry, wird als Resistance nochmal dienen, das ist bei 4860. Der starke Resistance-Bereich ist dann bei 5263 und 5549. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.